Meinl Reisinger mit einer Generalabrechnung der Regierungspolitik. Nun Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der Liste Jetzt. Sie ist Familien- und Sozialsprecherin. Herr Präsident, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Kolleginnen, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen. Österreich ist eine Insel der Seligen. Das war einer der für mich einprägsamsten Sätze von Ihnen, Herr Bundeskanzler, gesprochen auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Heinz-Christian Strache, der wiederum im Rahmen dieser Pressekonferenz eine gefühlte Ewigkeit über Partnerschaft, Paarlauf, papierene Hochzeit referierte und sich sichtlich um etwas Liebe in der Koalition bemühte, die ihm konsequent vorenthalten worden ist. Vielleicht haben Sie es ja gesehen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, aber warum ist dieses Bild einer Insel der Seligen so aufschlussreich? Es zeigt, wie diese Bundesregierung denkt. Relativ einfach und mit Konsequenzen für jeden von uns. Auf der einen Seite gibt es also die Insel, das Gute, das Beschützenswerte, aber auch das Begrenzte und das Abgegrenzte. Eine Insel der Seligen, die von außen bedroht wird und gegen diese Bedrohung abgeschottet verteidigt werden muss. Ein ganz einfaches Bild eigentlich. Und solange man sich auch auf der richtigen Seite wähnt, hat man auch ein ganz gutes Auskommen auf dieser Insel. Es gibt aber nur zwei Probleme in diesem Zusammenhang. Das erste wäre, diese Insel wandert. Denn je nach politischer Windrichtung verschieben sich die Grenzen dahingehend, wer unterstützt wird, wer Unterstützung findet und wer nicht. Das heißt, wer mitgemeint ist und wer auf der Außenseiterseite steht. Herr Bundeskanzler Kurz, Sie haben gesagt, Sie werden abarbeiten, was Sie sich vorgenommen haben. Ich möchte Sie erinnern an die Debatte im Zuge des Wahlkampfes und über die Situation der immer noch fehlenden Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende in diesem Land. Als Sie auf die Stimmen von rund 250.000 Alleinerzieherinnen und auf die Stimmen von 50.000 alleinerziehenden Menschen angewiesen waren, also noch vor der Wahl, da haben Sie natürlich versprochen, diesen Menschen unter die Arme zu greifen. Da waren Sie Teil Ihrer Insel. Jetzt nicht mehr. Und den Betroffenen steht aber das vielfach in ihrer Situation, durch Armut betroffen zu sein, das Wasser bis zum Hals. Oder denken wir an ein weiteres Beispiel, den Familienbonus. Sie haben versprochen, alle Kinder und alle Familien sollen profitieren. Im Wahlprospekt war auch die Insel der Seligen für alle offen. Aber in der Realität schaut es heute so aus, dass Sie nur jene einladen, die auch das nötige Kleingeld dazu haben. Und wie wir heute wissen, sind rund 500.000 Kinder in Österreich in der Situation, dass sie entweder überhaupt nicht vom Familienbonus profitieren werden oder nur den Kindermehrbetrag von 250 Euro im Jahr erhalten werden, anstatt den von Ihnen propagierten 1.500 Euro pro Kind. Entweder nichts oder eben diesen geringen Kindermehrbetrag. Eine halbe Million Kinder in diesem Land. Ja, und wie schaut es aus bei der Mindestsicherung, der letzten Rettungsinsel Österreichs? Denn die Notstandshilfe soll ja dementsprechend auch eine gewisse Unsicherheit in der Zukunft vorfinden. 324.000 Kinder in Österreich leben bereits nun aktuell unter der Armutsschwelle. Sie gehen her, streichen die Mindestsicherung genau für diese Gruppe, nämlich für die Kinder, zusammen. Und dann im nächsten Atemzug spricht Ihre Ministerin, Frau Ministerin Hartinger-Klein, davon, dass durch die Reform der Mindestsicherung die Kinderarmut in Österreich nun abgeschafft und bekämpft, erfolgreich bekämpft worden zu sein scheint. Aber das ist nicht so. Denn wenn unter einer aktuellen Situation, wo pro Kind mehr an Mindestsicherung zur Unterstützung geleistet worden ist, 300.000 Kinder in Armut leben, dann wird mit 25% des Betrages oder bis hin zu 5% des Betrages all das sich weiter verschärfen. Und wenn Sie sagen, Sie lassen Menschen... Und wenn Sie sagen im Rahmen der Diskussion zur Mindestsicherung, Herr Bundeskanzler, Sie wollen Menschen nicht in staatlicher Abhängigkeit halten, dann frage ich Sie aber, warum Sie die Mittel für die Ausbildungsgarantie bis 25 zusammenstreichen. Kein einziger Cent 2019 dafür vorgesehen. Im letzten Jahr waren rund 12.000 Jugendliche und junge Menschen, die hier eine Ausbildung auf dem Pflichtschulabschluss nachholen konnten. Mittel einfach gestrichen. Sie halten diese Menschen weiterhin in der Mindestsicherung. Arbeitszeitgesetz, ebenfalls eine große Debatte. Der 12-Stunden-Tag sollte für alle Vorteile bringen.
Ja, so ist es auch gekommen. Nämlich für jene, die freiwillig sagen, sie wollen nicht 12 Stunden arbeiten, die können sich jetzt aussuchen, 12 Stunden dementsprechend abzulehnen und sich freiwillig einen neuen Job zu suchen. Die Arbeitgeberseite auf der anderen Seite kann natürlich ruhig ihre Füße in den Sand stecken. Das ist alles nur ein kleiner Auszug der Ungerechtigkeiten und es waren noch viele, viele Themen mehr, die wir im Rahmen der Reden aktuell gehört haben. Und vielleicht noch zum Schluss das zweite Problem, das ich ebenfalls am Anfang angesprochen habe. Österreich ist keine Insel. Wir sind maximal ein Boot. Und genau in diesem Boot sitzen wir alle gemeinsam. Und deshalb ersuche ich Sie, liebe Mitglieder dieser Bundesregierung, liebe Vertreterinnen der Fraktionen, machen Sie es im nächsten Jahr besser. Hören Sie auf die Schwachen hinzutreten und vor Ihren Spendern zu buckeln. Die kommen auch ohne Ihre Unterstützung aus, aber die 300.000 Kinder in Armut nicht. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Nehammer.